Junge, ich stelle mir gerade so eine alte Oma vorne, so voll fett und klein, die ihre Katze in die Mikrowelle stellt. Ich frag mich nur, wo der Tim ist. Tim, wo ziehst denn du hin? Ich? Der andere Tim. Ich? Hinter der Kartoffel. Hinter dem Feld. Hallo? Hinter dem Feld. Hinter dem Feld. Warte, ich komm. Mini-Zombie. Oh nein, ein Zombie. Leute, hat einer von euch Fackeln? Ja, aber keine Kohle mehr. Ja, eben. Ja, die Kohle haben wir jetzt alle verbraucht, bis ich das Solar Array bauen konnte. Aber super, dafür, Leute. Dafür ja. Brauchen wir jetzt keine Kohle mehr, um Sachen zu braten. Sondern einfach nur Sonnenenergie. Aha, und was willst du in der Nacht machen? Sag mal Pipi, in der Nacht schläft man. In der Nacht. Was war das jetzt schon wieder für ein Kommentar? Wollen wir mal Heierchen machen? Oh Scheiße, ne? Wollen wir mal Pipi machen? Oh ja! Oh, leck mal, Dolly! Hey, geh mal bitte ins Bettchen! Ins Bettchen! Fuck, wo ist mein Bettchen jetzt so? Ich schlaf schon tief und fest! Warte. Bitte noch lauter an das Mikrofon. Ja, Hausparty ist gerade erst vorbei, ich geh. Warte, ich renn grad schon nach Hause. Das ist krass übertrieben, komm ich schon gehört. Ey, wie hab ich das vorhin gemacht? CMD? Was? Wie hab ich das vorhin gemacht? Was? Hast du denn vorhin gemacht? Das Ausatmen. Nee, das ist nicht das Ausatmen, sondern man hat irgendwie so gehört, wie das Wasser in deine Kehle durch so. Bist du behindert? Was greifst du mich denn an, du Itzi-Bitzi-Spider? So, ich verfolge jetzt den Tim, der übrigens nur ein Bein hat. Ach, die Fotze hängt fest. Ich schaff trotzdem nicht, gegen sie zu kämpfen. Sie hat nämlich von der Teleport... Ich verstanden habe. Ja, ich kann den nicht. Ah, fuck! Die Fotze hängt fest. Hab ich auch gesagt. Ja? Ich hab keinen Bock, immer alles piepen zu müssen. Du piepst doch eh nicht, draus bist viel zu faul für die Videobearbeitung. Achtung, da ist ein Creeper, da ist ein Creeper, da ist ein Creeper, da ist ein Creeper. Was hast du gemacht? Wo ist denn ein Creeper? Es laggt hart, Mann. Das war eine Teamwork-Aktion. Ach, ihr kämpft gerade? Weg von einer. Wir sind Teamwork-fähig. Ja, im Gegensatz zu anderen Leuten, die hier im Raum Wo sind. Wo baut ihr denn hier? Ich will da jetzt mal keine Namen nennen, weil man sonst kannst du es ja sonst nicht erschließen. Alter, ich kann richtig weit sehen. Ah, warte, da hinten sehe ich irgendwelche Leute hin und her porten. Und ein Enderman, aber der portet sich so oder so hin und her. Ah, das ist ja unlustig. Da kann man den Winter gar nicht bringen. Wow, das Feld sieht einfach mal immer noch so scheiße aus wie damals. Wir reden viel, ja, hau mich doch, du behinderter Spasti! Jetzt ist das Feld kaputt gegangen. Hä? Ich hab dich schon lange davor gehauen. Ja, soll ich's klatschen oder tanzen, damit du's verstehst? Beides bitte. Mann, ich möchte kein Penis-Zeppling. Das sind doch nur normale Zepplings eigentlich. Alter, wir müssen das Feld unbedingt in die Luft sprengen, ne? Das sieht so hässlich aus. Wir am besten die packen wir die besten Sachen ein und fangen an zu wandern. Okay, dann nehmen wir mal mein Haus mit. Was? Ist der Sarkasmus. Ich finde unser Haus gar nicht so schlecht. Wie kann ich noch rausfinden, wie was gecraftet wird? R drücken. Ach, für Backpack gibt's kein Crafting-Rezept, ja? Ja. Hast du, du musst O drücken, damit das hieß. Und wenn das nicht geht, kannst du nicht irgendein ordentliches Backpack-Ding installieren? Hä? Das ist das ordentlichste, was es gibt. Oder was im Backpack willst du craften? Na, diesen normalen da, den man... Wir machen aus 8 Leder, wie eine Chest anordnen. Und da wir kein Leder haben, kannst du es komplett vergessen. Oh. Habt ihr auch so kleine Pisskinder auf Schule? Ja, Tim.
Bist du behindert oder so? Wir gehen doch nicht mal auf eine Schule. Wenn ich wäre suizidgefährdet, wenn ich mit dir auf eine Schule gehe. Ja, das wäre schon schlimm. Ich hab doch Leder, warum gehe ich denn Kühe töten? Ach, ich mache einfach weiter. Scheiß drauf, die Kühe fliegen ja eh durch die Luft, als könnten sie fliegen wegen den Lags. Wegen den Lags. Mhm. Ey, die Kommentation ist einfach mal so für den Arsch, ne? Und ich hab schon wieder meine Beats vergessen im Hintergrund anzumachen, aber jetzt bin ich zu faul, wieder rauszutappen. Okay. Jetzt mach ich die an. Nee, aber ganz ehrlich, so die 5 bis 7 Klasse, Alter, die erlauben sich heutzutage auch einiges. Viel zu viel. Ey, es wird immer mehr. Alles knechten. Was? Ja, ist so, so. Das ist so einer auf unserer Schule, ne? Keine Ahnung, also los. Auf jeden Fall. Ja, ey, pass auf, ey, jetzt kommen die Storys der Welt. Jetzt kommen die spannenden Storys, die man jeden Montag erwartet von seinen Klassenkameraden, wenn man sich anguckt und sich fragt, was haben sie am Wochenende gemacht? Nein, hau raus. Nein, ich will da jetzt keine Vorstellung, aber hau raus. So ein 5-Klässler, weiß ich, 6-Klässler, keine Ahnung, so ein kleiner Knellig, der meint so zum Kollegen, wir sind 10. Klasse, meint so, deine Mutter wurde im Puff gemacht. Jetzt gibt euch das mal. Das kann ja sein. Ich meine, gehen wir jetzt mal vom Optionalen aus. Es kann ja wirklich der Fall sein, aber dass es ein 7-Klässler sagt, ist einfach mal so behindert, ne? Ja, wir wollten den auch erst so zu 5 oder so, keine Ahnung, in die Mülltonne werfen oder so, weil das machen die Zehner voll auf mit den 5-Klässlern. Aber dann ist er die ganze Zeit so hin und her gerannt, da hat man keinen Bock, den zu verfolgen. Der ist so schnell, wo ist der hin? Sag mal, wie mach ich einen Backpack? Das traut immer gar nicht an wie eine Chest, du bist voll der Lügner. Hä? Leder? Ich hab Leder. Was? Wie heißt denn das Ding? Sag mal einfach den Namen. Backpack, warte, ich muss gucken, ob ich den Mod. Ja, hab ich den Mod vielleicht rausgenommen? Ja, hast du bestimmt. Ja, super. Ah, hab ich. Mann, du bist gut. Was kannst du eigentlich? Ja, das auf jeden Fall schon mal nicht. Weißt du, sämtliche geilen Mods raus und macht dafür seinen Mod rein. Der hat gesessen. Ja. Nein, deine Mods sind natürlich total toll. Sarkasmus. Ich finde aber nett, dass du es dir zu hören sagst. Sarkasmus. Scheiße. Ich hab sogar einen Nachttisch. Basinga. Euch ist echt nicht mehr zu helfen. Boah, meine Stimme. Thema, obwohl das Thema ausgelutscht ist, die GEMA. Die haben letztens. Was? Die netten Leute haben letztens ein Video von mir gesperrt. Ja, aber ganz ehrlich. Und dann habe ich alles angeklickt und dann ging's wieder. Ich weiß nicht, was ich da jetzt unterschrieben habe oder so, aber es geht wieder. Aus welchem Grund? Lizenzierte Musik. Du musst aufpassen, sonst kassierst du einen Strike, wenn du das einfach so genehmigen lässt. Ich aufpassen, sonst kassierst du einen Strike, wenn du das einfach so genehmigen lässt. Ja. Ich weiß. Ich hatte die Meldung auch, dann habe ich mich mit dem Autor E-Mail-Kontakt gesetzt und dann hat er... Ja, also ich schreibe den jetzt eine E-Mail, weil ich ein Musikstück in meinem... Ja, mal. Also, wenn du ein schönes Strike kassieren willst... Scheiße ist einfach, wenn du Musik benutzen willst von geiler Musik, die antworten dir dann nie. Nein, das war jetzt auch eher so ein Unbekannter und der hat dann irgendwie, irgendjemand hat seine Musik geklaut und er hat mir dann erlaubt, die Musik trotzdem zu benutzen. Ich renne schon wieder voll sinnlos durch die Gegend, ich muss an meinem Haus weiterbauen. Das war aber, also ganz ehrlich, ich finde die GEMA auch nicht so toll, aber ich bin froh, dass wir wenigstens in der Art sowas haben. Stell dir mal vor, es wäre das andere Extrem. Stell dir mal vor, ACTA wäre durchgekommen. Boah, was war ACTA nochmal? Es gibt so viel Scheiße, die wir Menschen probiert haben durchzusetzen.
Ja, was war Akta nochmal, Alter? Ich kann mich da gar nicht mehr dran entsinnen. Akta? Frag mir sowas, aber... Ja, war doch irgendwie das hier, dass wir nicht aufnehmen durften oder ja, so. Ja, mit ganz vielen Sachen dürfte man nicht mehr aufnehmen oder so. Was total sinnlos ist. Hey, hallo, das war total durchkoordiniert und sinnvoll. Heute ist aber nicht so mit dir. Heute? Okay. Junge, ich baue jetzt einfach eiskalt unser Haus zu Ende. Okay, eiskalt. Eiskalt. So. Das Baumhaus sieht jetzt schon mal wieder ein bisschen... Wieso baust du eigentlich nur Baumhäuser? Nur Baumhäuser. Also der hat hier 10.000 Häuser stehen, aber es sind alles nur Baumhäuser. Weil, Baumhäuser in Minecraft zu bauen schwer ist, vor allem wenn es laggt. Anspielung. Weil es laggt kein Bild. Ich komme auf dieses Leiterklettern nicht klar. Ist der Baum gefallen oder was? Was ist natürlich. Ja. Aber. Ich bin auch als Kind so oft vom Baum gefallen. Jeder meinte, das merkt man. Ich muss jetzt wieder aufnehmen, oder? Das ist doch scheiße. Jeder merkt. Au! Also wir hatten gerade eben ein ernstes Thema, was also Akta war irgendwie das mit dem, dass man nicht mehr aufnehmen durfte. Es gab doch noch ein paar andere Dinge, oder? Ja, willst jetzt alle aufzählen? Ja, die Menschen sind dämlich. Wir fabrizieren viel Scheiß im Leben. Ja, aber dann finde ich die Gamer doch gar nicht so schlecht. Nee, ich find die nett. Immerhin haben wir nicht so ein System wie in Amerika, wo man einfach sich in McDonald's reingehen kann und dann einen heißen Kaffee über seinen Ärmel schüttet und dann McDonald's verklagt und dafür auch Millionen kassiert. Das ist halt unnötig. Das hat sich jetzt so dämlich angehört und ich glaube, es ist sogar wahr. Ja, ist es halt. Amerika, das Land der vier Möglichkeiten. Hey! Hey! Einfach mal Mc's verklagen, weißt du, du musst einen Kaffee zu trinken. Und jetzt, das ist echt so in Amerika. Die schreiben auf die Beschreibung tausende von Dingen drauf und auch auf Mikrowellen. Bitte keine nicht zum Trocknen für Katzen benutzen oder so, weil die dafür verklagt wurden. Da steht so viel Scheiße drauf. Junge, ich stelle mir gerade so eine alte Oma vorne, so voll fett und klein, ihre Katze in die Mikrowelle steckt. So, jetzt trockne ich dich doch schön. So 3 Minuten. Oh no! Wie das Fieder nach aussehen muss, das ist einfach geplatzt. Hochflanschen. Dann hat jetzt viel so den Dickdarm oder so als Kette um den. Okay, wir haben uns den Nippe erreicht. Scheiße, Mann. War ich so letztens in der Bahn, ne? Spür so. Verkehrsmittel? Pass auf! Da war da. Wie trocken er das sagt! Ich war letztens. Mal in der Bahn. Ich kann nicht mehr. Ich hab so einen Bauchschmerz. Oh. Ja, warte, pass auf jetzt. Warte noch Oma, ne? Oma hier. 50 bis 60 oder 70, keine Ahnung, die konnte man ja nicht. Die war 130, oder? Junge. Ja, so sah die aus. Wieder Saturn. So sah die aus. Ne? Ne? Ja. Die hat so richtig nach Sliff geschwungen. So richtig. Mann. Als ob die jeden Tag feiern wäre, aber irgendwie sich nicht waschen würde. Die hatte so voll die weißen Haare, war kreidebleich. Und dann hatte die so ein, so ein Wägelchen, sag ich jetzt mal, wo ein Paket drauf war. Und das Paket war so circa, wie groß war denn das so? 30 cm lang. Mein Penis! Okay, heute ist echt nicht speziell lang. Oder 50 sogar, das war schon ein recht großes Paket. Stellt euch so, dass das auf ein Wägelchen passt, ne? Und? Es war schon ein recht großer Paket. L&M. Das war, glaube ich, so ein Jahresvorrat an Zigaretten.
glaube, ich habe einen Timeout. Nein, du bist doch da. Tim? Ja? Ja. Ich meine, der andere Tim redet weiter. Ja, die hat halt so einen Jahresvorrat an Zigaretten dabei. Alter, ich bin gleich tot. Ich habe 24 Level. Tim? Ja, ich baue gerade an meiner Dings weiter. Was ist los? Ach. Hallo? Ja, wir sind doch da. Okay. Schön. Tim, willst du nicht weiterreden? Ja, die hat halt so einen Jahresvorrat. Zigaretten dabei. Ja, warum nicht? Also, ich weiß, dass ich hasse. Du sitzt an der Bahnhaltestelle. Es kommt alte Leute. Nein, dann kommt einfach jemand, stellt sich direkt neben dich, zündet sich eine Zigarette an und hält die einfach in die Fresse. Das ist morgens erstmal nicht. Bam! Danke! Die Leute boxen sich immer weg. Na, bitte mal weg hier! Ja, kennt ihr das? Die ganze Bahn ist leer. Und ich mit einem Roundhouse-Kick die Zigarette aus der Fresse schlagen. Klar. Ja. Da setzt euch genau neben sie, ne? Wir sind genau neben sie, ne? Ihr seid Bus und dann sitzt sich so eine alte Oma neben euch. Oh, ist der Pflasterstein-Zauntor? Was für Scheiße gibt das mittlerweile? Ist das neu? Nein, das war mein Mod. Nein, das war mein Mod. Ich bin der Coole hier. Ich hab einen Mod entwickelt. Das ist mein Mod. Ja, richtig. Spaß. Ich hab einen Mod für Geigenmännchen entwickelt und? Und? Für Geigenmännchen. Also für Geigenmännchen. Podest oder was, dass das Geigenmännchen nicht stirbt? Nee, das Geigenmännchen hat Ich seh einen Creeper. Ich seh zwei, ich seh drei, ich seh vier Creeper. Könnt ihr auch so Spucke blasen? Nein, ja. So mit eurer Spucke Seifenblasen machen. Ah, das geht. Ich mache am liebsten gerade nichts mit meinen Lippen, denn ich habe mir über die Ferien jetzt gefühlt 37 Millionen Mal auf meine Lippen gebissen. Wieso machst du das? Hast du Angst oder was? Nee,